Hallo meine Lieben. Hi, da habe ich mal überlegt, mache ich auch mal ein Schminkvideo. Es ist nichts Besonderes, ich bin der absolute Laie. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich das immer mache. Also es ist nicht zum Nachmachen gedacht. Eigentlich ist es eher zu eurer Belustigung. So. Na, dann fangen wir mal an. So, setze ich mir mal den Haarreif da gerade auf. So. Und dann fangen wir mal an. Ich stutze hier den Camouflage von Essence. Den nutze ich jetzt gerade ein bisschen für die Augenringe. Ich habe hier weiter unten einen Spiegel nochmal stehen, dass ich ein bisschen mehr sehe. So. Und was macht ihr heute so an dem Tag? Heute ist Samstag. Mein Mann, der schneidet gerade noch mal Holz. Ach, ich muss euch was erzählen. Ich komme da jetzt drauf, weil wir haben so eine Schnittschutzhose gekauft im Baumarkt. Und ja, wir hatten Badmöbel gekauft fürs obere Bad, für den Schwiegervater dann mal später. Ja, wir hatten auch Glück. Also wir waren sam ich fange jetzt mal vorne an. Wir waren samstags im Baumarkt, haben nach dem Bad geschaut und haben was gefunden. Das ist so ein Komplettblock. Den seht ihr dann auch mal noch im Video. Es dauert auch nicht mehr lang. Mein Mann ist fast fertig mit dem Bad. Ja, so ein Komplettblock haben wir dann gesehen. Der stand dort in Grau. Und ja, dann haben wir gedacht, so, oh, fragen wir einfach mal, ne? 499 Euro. Mit Spiegelwand große, ne, Beleuchtung oben, Waschbecken, Schränke, Ablage an der Seite noch, Spiegelschrank auch zu öffnen. Da war dann auch der Lichtschalter und die Steckdose drin. Ja, gut, dann zum Verkäufer hin und der hat uns dann erzählt, dass das ab Montag im Angebot ist. Okay, dann sind wir wieder heim ohne Bad. Haben auch nichts bestellt oder so. Haben wir gedacht, gut, dann warten wir halt bis Montag. Sind dann, ich glaube, es ist nicht mehr dienstags erst, glaube ich, hin, weil noch was mit meinem Mann am Auto war. Ja, dann sind wir da dienstags hin und hatten Glück. Wir haben in Weiß uns das ausgesucht. Es gab es in Grau, also so Anthrazit war das, Weiß oder Schwarz. Dann haben wir gesagt, für den Schwiegervater, wir nehmen es in Weiß. Das ist einfach zeitlos, kannst auch mal noch erweitern. Da findest du immer mal noch Badmöbel dazu. Also, nimm mal das. Ja. Wir nach Hause gefahren. Mein Mann am nächsten Tag das Bad aufbauen. Will er aufbauen? Ja, er will das Bad aufbauen. Und was ist das End vom Lied? Die Lampe. Das ist ja so ein Holzbrett, was oben eingefügt wird, zwischen dem Spiegelschrank da oben dazwischen drin, wo dann diese Strahler sind. Das Brett gebrochen. Mein Mann wieder alles ins Auto gepackt. Wir wieder hingefahren, haben wir nur die Leuchte mit rein, in der Hoffnung, dass wir einfach die Leuchte austauschen. Dann hatten sie diese Leuchte nicht mehr. Was wir dann auf einmal erfahren haben, war,
dass wir noch das alte Bad haben, also bekommen haben, der Vorgänger. Und das, was ausgestellt war, ist die neuere Version. Das heißt, das alte Bad hatte auch kein LED, das waren die ganz normalen Spots. Und dann haben wir so gedacht, so, hä, kann ja wohl jetzt das sein, ne? Ja, auf alle Fälle sagte der Verkäufer dann, er kann uns diese Lampe nicht bestellen, weil jedes Mal die neue Lampe kommt, die LED. Großes Hin und Her, wir auf alle Fälle gesagt, wir bringen es komplett zurück, mein Mann alle Teile reingeholt in den Baumarkt. Ich mache jetzt mal weiter, ne? Revlon. Revlon Revolution. Und nehme ich jetzt mal die hier. So, ja. Dann hat der Verkäufer uns erzählt, ja gut, wenn wir dieses Bad jetzt noch mal möchten, muss er das erst bestellen. Es dauert dann 4 bis 6 Wochen. Wir natürlich uns sehr gefreut, 4 bis 6 Wochen jetzt noch mal auf Badmöbel warten. Wir haben uns dann erst noch mal umgeschaut, aber es hat uns alles irgendwie nicht so zugesagt. Und dann muss man auch mal sagen, Badmöbel sind ganz schön teuer, weil im Normalfall musst du ja alles einzeln kaufen. Spiegelschrank kaufen, vielleicht noch Hängeschränke kaufen, einzeln und dann noch das Waschbecken separat, der Unterschrank separat. Also jeder Posten ist ja separat. Wasserhahn hatten wir noch da, mussten wir nicht mehr kaufen. Ja. Dann, ja, sind wir an die Info, wo man die Sachen bestellen kann. Da kam dann ein anderer Verkäufer. Der wusste aber über diesen ganzen Vorfall Bescheid. Ja, wir dann so, ja, wir haben jetzt alles zurückgegeben. Jetzt möchte man das halt nochmal bestellen, dass wir das neue Bad kriegen, diese neue Version mit den LED-Leuchten. Und ich sag dann noch so, 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen warten, ja, echt toll, ne? Wenn es doch im Angebot ist, warum habt ihr sowas nicht da, ne? Und ja, wir haben das da. Kam gerade gestern eins an. Wir so, alles klar, gehört uns, ne? Also, alles fertig gemacht. Er ist weg, hat uns das Bad gebracht. So, wie mache ich jetzt weiter? So, das ist die vom Action, die Dream von Fab. Dann nehme ich jetzt mal den da. Ja, er hat das Bad geholt. An der Kasse natürlich 0 auf 0 aufgegangen. Ne? Die Rückgabe, das war so ein Kärtchen. Das dann denen gegeben an der Kasse und dann haben wir gerade die neue Rechnung gekriegt und wieder raus aus dem Laden. Ich so zu meinem Mann, hoffentlich ist auch alles ganz. Wenn jetzt noch mal was kaputt ist, ich ne, zerleg den Laden. Ja, auf alle Fälle heim. Mein Mann das alles schön aufgebaut. War alles okay. Erst hat er noch gedacht, ach Gott, die Front ist verkratzt. Aber dann haben wir gesehen, das ist so eine Folie zum Abziehen drauf. Eine ganz feine. Ja, alles okay. Jetzt hat er das, gerade gestern hat er es jetzt fertig gemacht, das Bad, also beziehungsweise aufgebaut, fertig. Na, das will heute irgendwie nicht so, wie ich das will. Okay. Sonst klappt das irgendwie besser. Naja, gut. So, keine Ahnung, was das jetzt war. Kamera ging einfach aus. Okay, also das habe ich bisher gemacht. Jetzt geht's weiter mit PS2 Kajalstift. Das ist dieser hier.
So. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt ein Bad. oben ist es dann fertig. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Also Toilette ist auch schon angeschlossen. Also ich denke mal, dass ich jetzt na, dass ich jetzt dekorieren kann. So, hier mache ich dann auch noch mal also ein bisschen Kajal, so ganz zart gerade die der Wimpernkranz hier. So. Auf alle Fälle ist ja dieser Baumarkt auch nicht bei uns gerade mal so 5 Minuten um die Ecke. Wir fahren da ja schon so 20 Minuten hin, ne? Autobahn, also. Das, bah, da habe ich mich echt geärgert. So, nehme ich jetzt ein Magic. Wisst ihr was? Ich sehe da gerade was. Ach nee, schade, das ist noch. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Das ist das Magic Finish Summertime. Kriege ich das jetzt schnell auf, dann benutze ich das jetzt mal. Mal testen. Ja. Kriegen wir jetzt schnell auf. So. Ja, das ist das Normale. Und das ist das Sommerteil. So, das nehmen wir jetzt mal. Noch zu. Sieht auch sehr dunkel aus. Es wird dann noch ein Ticken dunkler sein. Also ich mache das immer mit der Hand. Ich habe es schon versucht mit Pinselblender, alle möglichen, aber ich komme einfach mit der Hand am besten zurecht. So, muss mich hier unten angucken. Hier oben sehe ich nämlich nichts. So, das sieht doch aber ganz gut aus, finde ich. Also. Ja, das hat ganz zarte, aber wirklich zarte, so Glitzerpigmente drin. So. Machen wir das wieder zu. Was nehmen wir jetzt? Dann nehmen wir jetzt mal das Puder von Maxim. Bisschen fixieren. So. So, da lecken. Ich habe was vergessen. Da gehen wir noch in die River Loves Me. Was nehmen wir da? Da gehen wir. Ja, und gehen wir heute in den da hier.
in diesen hellen. Ganz fein hier vorne rein. So, und dann gehe ich den da. So. Also ihr seht, ich bin absoluter Laie. Ich mache einfach, wie ich denke. Und so, nehmen wir eine Dusche. Macht ihr da auch immer so tolle Grimassen? Oh ja, genau. Und voll vermalt. Da. So. Und aufs Neue. Muss man irgendwie mal eine andere Kameraeinstellung suchen, weil ihr seht ja nichts, wenn ich da unten so reingucke. Da geht's besser an dem Auge. So, das war der erste Streich. Also ich habe gar nicht gesagt, was es war. Das ist die Manakada Wimperntusche. Und kurz antrocknen lassen. Und jetzt nehme ich die Rival Pro Kollagen. Da mag ich das bisschen total gerne. Eins. Das finde ich total klasse. So. Gehe ich dann noch mal drüber. So. So. Und jetzt nehme ich den hier. Blush, Rouge, nennt es gerade, wie ihr es wollt. Sieht so aus. Das ist es, wie nennt sich das? Multicolor Rouge. Von Altera. Mache ich einfach immer so rusch. Abklopfen und hier ein wenig drüber. Andere Seite das gleiche. Dann statt ein Highlighter nehme ich jetzt ein
Multicolor Bronzer von P2. Und der schimmert, wenn man das jetzt sieht. Nehme ich jetzt den Pinsel hier. Gehe auch einfach in so einer Drehbewegung da einmal durch, dass ich da so komplett drin bin, und gehe da einfach nochmal drüber. Ja. So. Manchmal mache ich das dann hier oben an der Augenbraue noch mal kurz so. So. Und dann, was nehmen wir denn heute für einen Lippenstift? Da können wir den da von Douglas heute nehmen. Mattissim Matte Lipstick. Nummer drauf. Dann halt nicht. So. So. Gut. Dann nehme ich das Make-up-Fixierer noch. Ich mache das immer, wenn ich komplett fertig bin. Einmal drüber. Gut. Und dann können wir einmal die Haare wieder vorholen. So. Und was sagt er? Kann man mich so auf die Menschheit loslassen? Ich hoffe. Gut, dann war es das jetzt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.